Von außen ist es schon groß und bunt zu sehen. Hier ist das neue Zuhause der Musikschule Sächsische Schweiz. Auf der Baustelle ist die Halbzeit geschafft. Der Rohbau an den drei Gebäuden ist so gut wie beendet. Allerdings haben die hohen Schäden an den Dachstühlen für argen Bauverzug gesorgt. Es war fast jeder Holzbalken in irgendeiner Weise befallen. Vom Schwamm angefangen über Holzschädlinge, Nässe, Fäule. Und das waren, sagen wir mal, die Hinderungsgründe, um jetzt einen Bauverzug von 4-5 Monaten erst einmal zu begründen. Das war, sagen wir mal, das Schleppende daran. Diese Probleme sind inzwischen beseitigt. In den kleineren Nebengebäuden lässt sich die künftige Raumstruktur bereits erahnen. Hier oben soll einmal der Bandraum für den Jazz-Rock-Pop-Bereich sein. Mit Dämmung und größeren Fenstern wird der ehemalige Wäscheboden fit gemacht fürs gemeinsame Musizieren. Also ich bin ganz glücklich, wenn ich diesen Raum hier sehe, denn er zeigt schon diese zukünftigen Konturen. Und wenn man immer nur über Plänen sitzt oder über, naja, Zimmerbelegung und Räume einräumt, dann ist man ganz glücklich, wenn man was sieht, das was wird. Und das ist hier sehr schön. In den unteren Geschossen wird fleißig am Innenausbau gearbeitet. Schlagzeuger, Blechbläser werden hier bald üben. Da kommt es auf eine gute Schalldämmung an. Die Wärmedämmung ist drangebracht, eine Innenwärmedämmung, weil wir ein Denkmal haben. Also Rohbau, seitig ist es fertig. Es fehlt jetzt eigentlich an diesem Lattengerüst diese Akustikdämmplatte dran. Die kommt als Schluss dran, weil sie sehr, sag mal, schmutzempfindlich ist. Fußbodenbelag fehlt noch und eben zu fein, Dinge, Maler etc. Aber ansonsten sind wir in dem Bereich rohbaumäßig fertig. Das Haupthaus, die Villa, Ende des 18. Jahrhunderts gebaut, glänzt inzwischen mit neuem Dach und fast fertiggestellter Fassade. Ende November sollen hier die Gerüste gänzlich fallen. Im Inneren werden die Versorgungsleitungen verlegt, Dämmung, Estrich und Wandputz folgen. Restauratoren haben inzwischen ebenfalls mit der Aufarbeitung begonnen, wie an den Stuckdecken im Eingangsbereich. Man hat eigentlich das Ziel, den Urzustand wiederherzustellen. Und jetzt werden die alten Farbschichten, sagen wir mal, sukzessive abgelöst. Und dort sieht man schon, sagen wir mal, den Urzustand rausgucken, das Goldene. Und so soll es dann insgesamt aussehen, wenn wir fertig sind. Das Dachgeschoss der Villa ergibt inzwischen einen weiten, lichten Raum. Später soll dieser mit viel Farbe, Segeltüchern und Kindertoiletten auf die Bedürfnisse der Kleinsten zur Früherziehung abgestimmt sein. Wir sind ganz glücklich, dass das so offen ist jetzt, denn als ich das erste Mal hier war, waren das lauter kleine Zimmerchen, unendlich viele Wände. Man konnte sich nicht vorstellen, dass mal so ein großer Raum hier entsteht. Aber diese großen Räume inspirieren und viel Platz für unsere Jüngsten ist uns ganz wichtig. Hier werden alle Veranstaltungen, Kurse der Früherziehung, angefangen von der Eltern-Kind-Gruppe über die musikalische Früherziehung, Grunderziehung, auch Instrumentenkarussell durchgeführt. Also diese Dachetage ist den Kleinen gewidmet. Insgesamt 10 Unterrichtsräume und ein großer Saal für Konzerte wird es in der Villa geben. Weiterhin Zimmer für Lehrer sowie Aufenthaltsräume für die Eltern. In der Musikschule freut man sich vor allem auf die Nutzung des Parks. Das große Areal sei perfekt für Freiluftkonzerte. Aber auch hier muss noch einiges gestaltet werden. Also angefasst haben wir den Park ja schon lange. Wir haben in der Zeit jetzt schon ca. 50 Bäume gefällt, um jetzt einen Parkcharakter herzubringen oder herzustellen. Also man sieht es ja irgendwie schon, sagen wir mal, sehr schön. Und jetzt ist man dabei, die Wegeführung zu bringen, die Treppen, was jetzt, sagen wir mal, die Parkgestaltung dann ausmacht. Laufen die Bauarbeiten nach Plan, soll die Sanierung im März 2011 beendet sein. Und die Musikschüler können im April ihr neues Domizil beziehen.